So, dann melde ich mich nochmal zum Ausblick hier zurück am Wochenende für den Montag bzw. für die nächsten 3 Tage etwa. Kommen wir zum Gold. Da gab es eben zuletzt dieses Setup, was am 1. Juni veröffentlicht worden ist. Ein Schlusskurs über dieser Marke sollte dann Kaufsignale bereitstellen. Und nicht, dass ich mich jetzt hier sowieso rühmen will oder sonst was, weil hier der Schlusskurs sowieso hier oben dann noch stattgefunden hat. Während den Arbeitsmarktzahlen war das natürlich sehr risikoreich. Wer dann den oberen als direkten Buy-Trigger genommen hat, hätte auch vielleicht 5, 6 Dollar weiter oben ausgeführt werden können. Kommt eben dann auf den Broker drauf an. Und hier wäre jedenfalls auf Schlusskursbasis kaum mehr Gewinne, beziehungsweise hier wär ich nach einer Stundenkerze nie und nimmer mehr reingegangen. Ja? Ich war ja nicht da, wenn einige das nicht wissen sollten. Nichtsdestotrotz hat es jetzt hier eben die Kursziele erreicht. Hier wäre gerne jetzt ein schöner Rücksetzer, um dann nochmal Richtung 100 kurzfristig eben auf 1055 etwa ranzulaufen. Denn hier lag in der letzten Chartanalyse, beziehungsweise in der letzten oder vorletzten Analyse, ja, bei 1253 einen Widerstand. Wenn man hier sieht, die haben hier auch gut gewirkt. Also kann es eben noch bis 1255 hochlaufen. Im Tageschart sah eben das so aus, wäre ein Rücklauf an den EMA 200 wünschenswert gewesen. Und jetzt wären hier eben, wenn es direkt hochläuft, würden sogar nächste Woche 1265 hier möglich sein, wenn die Abwärtstrendlinie erreicht wird. Aber nichtsdestotrotz wäre erst ein Rücksetzer und dann das möglich in meinen Augen. Zum DAX gibt es für mich jetzt hier auch was relativ Klares. Über dem Hoch, das ist hier der Xetra DAX, über dem Hoch sollte es mindestens bis 10.062 gehen, wenn nicht sogar bis zur 200er Marke, also 10.200. Das wäre hier ein Setup, was man handeln kann, den Stopp. Entweder ich öffne nochmal den Stopp dann auf das letzte Zwischentief oder eben auf das Tief. Deswegen, wenn es nur hier hinprallt, dann wäre hier ein Stopp, eben wenn man den Stopp hier hinsetzt, etwa ein knappes R zu verdienen, hier dann 2, oder wenn man den Stopp eben hier unten setzt, dann wäre das hier eben die 1R-Marke. Also wie man es nimmt, kann man hier eventuell was verdienen. Sonst im Tageschartbild, da lasse ich das Bild, das ging ja hier entweder runter und dann sollte ein Abpraller erfolgen und hier bleibt das jetzt soweit bestehen. Es kam der Gap Close und nun sollte es meinen Augen, oder jetzt richtet sich erstmal mein Blick nach oben. Natürlich nur auch, wenn trendbestätigte Signale kommen, wie jetzt zum Beispiel eben das Herausnehmen des letzten Hochs. Deshalb ist hier, denke ich mal, auch ein Stopp eher ein 50-Punkte-Stopp ratsamer als ein, ja, als ein 80- oder 90-Punkte-Stopp. So, dann kommen wir jetzt zum Forex. Hier US-kanadischer Dollar, das habe ich gestern vorher noch nicht vorgestellt. Da war einfach der Stopp hier oben. Liegt hier jetzt sehr gut im Plus. Wie gesagt, es gab auch letzte Woche einige Minus-Setups natürlich. Und hier ist jetzt denkbar, den Stopp erstmal auf dieses Hoch zu, ja, das hochzulegen. Dann ist das Risiko sehr minimiert und warten, ob es weiter runter geht. Theoretisch kann es jetzt hier deutlicher fallen oder darf es deutlicher fallen. Jetzt habe ich aber auch schon hier erwähnt, wenn das Hoch nicht rausgenommen wird, sollte sich diese Abwärtsbewegung auf alle Fälle weiter ausdehnen. Zum Euro-kanadischen Dollar, da wäre jetzt hier ein schöner Ausbruch auf Tagesbasis. Da bleibt es auf Tagesbasis gültig, kurzfristig
wir hier doch ja schon diesen Trade im Prinzip gesehen. Hier ist man ja long reingekommen, aber eigentlich auch das Kursziel erreicht. Also sollten hier, wer das nachgetradet hat, auch eigentlich draußen sein. Das neue Setup oder beziehungsweise das andere würde ja absolut nicht aktiviert, nicht auf Schlusskursbasis und auch nicht auf ja direkt. So, das war jetzt der kanadische Dollar mit dem Euro und US-Dollar. Nun folgt kurz noch ein Blick eben auf den US-Dollar japanischen Yen. Da war klar die Marke genannt worden, unter dem sollte es fallen. Und da stehen wir jetzt auch schön hier. Ja, nach so einer wirklich größeren Bewegung von hier oben nach unten ist natürlich ein Rücklauf im Prinzip denkbar. Also wer hier drin ist, Teilgewinne mitnehmen, Stopp auf Einstand oder leicht hier oben, dann kann auch nichts mehr passieren und sollte es nochmal hier neues Tief geben, dann nochmal den Stopp nachziehen. Ich denke mal, das wird sogar noch dann weiterfallen oder könnte es weiterfallen. Dann ein neues Setup, ein neues altes. Pfund gegen neuseeländischer Dollar wurde man hier oben ausgestoppt, da ist es tief hier getroffen hat. Hier sind wir im 15-Minuten-Chart. Hier gab es jetzt ja nochmal Monster-Ausverkauf. Hier sind schon die, neuen Kerzen da. Und hier ist es sehr, sehr spekulativ, aber diese Bewegung könnte hier ein Ende gefunden haben und nun diese Bewegung korrigieren. Minimum vielleicht eben die 20968. Das wäre eine schöne Strecke. Der Stopp auf das Tief wäre aber jetzt hier wieder, man kann auch im 30 Minuten Chart unterwegs sein. Da sieht man, wie es eigentlich hier unten entlang geht. Also erst ein Schlusskurs, sage ich mal, über 20844 wäre auch ein ja, sehr spekulativer Buy-Trigger, ja, Richtung vielleicht auch nur, ja, eben hier. Meiner hätte eher in diesen Bereich gedacht, hier. Erholung. Den DAX habe ich ja auch schon besprochen. Das waren jetzt hier die wichtigen Setups für nächste Woche und morgen werden dann nochmal die Aktien durchleuchtet, ob da etwas Interessantes dabei ist. Danke und bis morgen.